Wir sind hier auf der kinderonkologischen Station. Hier werden Kinder behandelt, die Krebserkrankungen haben. Viele Kinder haben Leukämien. Ein besonderer Schwerpunkt bei uns sind aber auch Knochentumoren, sodass bestimmt ein Drittel der Patienten hier Tumoren haben, die an irgendeiner Stelle das Knochensystem betreffen, unter anderem sogenannte Ewing-Sarkome. Wir haben die Therapien über die letzten 30, 40, 50 Jahre immer weiter intensiviert. Die Chemotherapie, die Kombination mit all den anderen Behandlungsmaßnahmen. Und das führt dazu, dass wir heute so weit sind, dass wir mehr als 2/3 aller Kinder und Jugendlichen mit so einer Krankheit heilen können. Aber natürlich reicht das nicht. Denn diese Zahl, 2/3, heißt natürlich auch, dass immer noch 1/3 der Kinder an ihrer Erkrankung sterben. Und für die Kinder brauchen wir neue Möglichkeiten. Ein ganz neuer Behandlungsansatz setzt da an, wo es um das körpereigene Abwehrsystem geht. Und da fragen wir uns seit vielen Jahren, wie es denn kommen kann, dass der Körper nicht wirksamer gegen so einen Tumor vorgeht. Denn er ist ja immerhin in der Lage, Bakterien und Viren ganz effektiv aus dem Körper zu beseitigen, sodass wir alle eine Virusinfektion überleben. Warum kann denn dann der Tumor wachsen? Und da haben wir gelernt, dass der Tumor um sich herum, während er immer weiter wächst, eine behütete Nische einrichtet mit bestimmten Bestandteilen, in der Regel auch Zellen, die ihn schützen. In meiner Doktorarbeit in der Kinderonkologie habe ich mich beschäftigt mit den regulatorischen T-Zellen bei Kindern mit Ewing-Tumoren. T-Zellen sind spezifische Zellen des Immunsystems, die körperfremde Stoffe erkennen und bekämpfen. Regulatorische T-Zellen verhalten sich aber anders. Sie sind dazu da, die anderen T-Zellen in ihrer Aktivität zu regulieren und so überschießende Antworten des Immunsystems zu verhindern. Es ist so, dass Tumoren relativ schlecht vom Immunsystem des Körpers erkannt werden und sich die Frage stellt, ob diese regulatorischen T-Zellen an diesem sogenannten Immun-Escape von Tumoren beteiligt sind. Wir haben herausgefunden, dass auch im Knochenmark der Ewing-Sarkom-Patienten diese regulatorischen T-Zellen vorkommen und haben dann untersucht, ob es Zusammenhänge eben gibt zwischen verschiedenen Parametern des Krankheitsverlaufes. Dabei haben wir herausgefunden, dass die Patienten, die zum Zeitpunkt der Diagnose schon Metastasen haben, deutlich mehr regulatorische T-Zellen haben als diejenigen Patienten, die eben noch keine Metastasen haben. Dies deutet also darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Krankheitsverlauf und der Anzahl regulatorischer T-Zellen. Für die weitere Tumortherapie heißt das, dass es eins von vielen möglichen Ansatzzielen und Angriffspunkten für Immuntherapie ist, eben die regulatorischen T-Zellen zu bekämpfen. Das heißt, bei Patienten, die viele regulatorische T-Zellen haben, gezielte Strategien zur Reduktion dieser regulatorischen T-Zellen zu finden. Bis dahin ist natürlich noch ein weiter Weg und das kann auch nur ein Baustein von vielen sein. Und natürlich ist weitere Forschung, um das zu verifizieren, notwendig. Aber ein erster Hinweis in diese Richtung ist auf jeden Fall vorhanden. Ja, zum einen hat Herr Brinkrolf extrem selbstständig gearbeitet. Das ging nur deswegen, weil er so eine rasche Auffassungsgabe hat und man ihm Dinge nur ein einziges Mal erklären musste. Dann hat er sie selbstständig gemacht und hat sich dann auch die Zeiten ausgesucht, zu denen er sie gemacht hat. Hat also überwiegend nachts und an den Wochenenden gearbeitet. Und obwohl wir ihn dadurch gar nicht so furchtbar viel gesehen haben, ist er uns allen in ganz lebhafter Erinnerung. Auch deswegen, weil er immer gefragt werden konnte, weil er sein Wissen, was er bei uns sich angeeignet hat, immer sofort weitergegeben hat, gerne weitergegeben hat. Wir haben ihn gefragt zu statistischen Problemen, da war er besonders gut. Und er hat eben auch gleich die nächsten Doktoranden eingearbeitet. Also wir haben ihn als gewaltigen Teamplayer empfunden.